Ihr seid ja gut gestartet. Wie wichtig war das jetzt mit 3 Punkten und auch endlich mal wieder auswärts zu spielen? Ja, war auf jeden Fall sehr wichtig für uns, die 3 Punkte einzufahren. Haben, denke ich, ein ordentliches Spiel gemacht, wissen, dass da natürlich noch mehr geht. Aber für uns war erstmal wichtig, die Defensive, die Null zu halten. Und der Trainer hat es vor dem Spiel angesprochen, wenn wir die Null halten, dann gewinnen wir unsere Spiele. Dementsprechend versuchen wir das auch Sonntag fortzuführen. Yeah, it was a tough game against a good opponent, and I think we didn't play very good, but we gave our best. We played good defensively, and we managed to score this goal at the end. Jetzt kommt Hannover 96 zu uns. Das Hinspiel war ja sehr furios. Du hast auch durchgespielt. An was kannst du dich noch erinnern? Ja, wie du schon sagst, war wirklich furios. Wir gehen relativ früh mit 1:0 in Führung. Dann lassen wir so ein bisschen ins Spiel kommen. Kassieren dann den Elfmeter und hinten raus, ich glaube in der 70. oder so, ein schönes Tor, ein 2:1. Und dann rettet uns Dzeko quasi in der Nachspielzeit mit seinem Tor zum glaube ich, wohlverdienten Punkt für uns. Wie schätzt du Hannover 96 generell ein? Ich glaube, es ist eine physisch sehr starke Mannschaft, die aber auch gute Staffetten mit dem Ball hat. Sie haben sich vor der Saison, glaube ich, gut verstärkt. Deswegen waren ihre Ansprüche auch hoch, wie man sieht. Haben auch auswärts schon ein paar Punkte geholt. Deswegen, glaube ich, erwarte ich ein spielerisches Spiel auf sehr hohem Niveau. Aber auch, glaube ich, liegt es an uns, da richtig zu kämpfen und die 3 Punkte da zu Hause zu behalten. Endlich dann ja auch wieder am Millerntor zu Hause vor unseren Fans. Wie sehr freust du dich auf ein volles Stadion? I'm so happy to play again on Millerntor. It was a long break and I can't wait to play on a Sunday. It was a tough game. First game I didn't play, 2-2 away. Not the best result, but I think they are a stable team, much more stable than the last year. So also they beat us last year at home. So we need to give 100% to win this game.